Okay, F weiter. Okay, sehr gut. Er hat auch genau da aufgehört, wo wir waren. Karte des Haupthauses. Sehr gut, wir haben eine Karte. Wir sind im Waschraum. Okay, aus dem Haus fliehen ist weiterhin unsere Top-Priority. Hier können wir eine alte Socke nehmen. Die miefen furchtbar. Die miefen furchtbar. Aber schön, dass man sie anklicken kann. Besonderer Bonus. Es wurden neue Objekte hinzugefügt. Versorgungskiste, Verteidigungsmünze. Was? E-Mail von mir, Führerschein. Ach, guck mal, das sind alles meine Sachen. Was? Verteidigungsmünze. Diese Münzen sollen besondere Auswirkungen haben. Diese hier macht den Körper strapazierfähiger. Ja, dann nehmen wir schon mit. Eine alte Gedenkmünze, die kann ja dann rüber. Okay, wir haben auch nur begrenzten Platz. Wahrscheinlich eine Kiste von Zoe. Sie enthält das, was dir nützlich sein wird. Ja, die nehme ich natürlich mit. Okay, die anderen Sachen brauche ich nicht. Kann ich die denn irgendwie aufmachen oder so? Ah. Okay, wir haben jetzt starke Erste-Hilfe-Arznei, normale Erste-Hilfe-Arznei. Wir benutzen mal eine. Mit unserem neuen Arm natürlich. Okay, kann ich das... Okay. Objekt untersuchen. Kraut, Erste-Hilfe-Arznei, starke Erste-Hilfe. Ein Geschenk für dich als Überlebenshilfe. Ah, okay. Dann kann ich die ja wegwerfen. Dieses Objekt kann nicht weg... Achso, ja, dann machst du halt zur Inventarbox. Okay, wir haben drei Kräuter und einen starken Erste-Hilfe-Dings. Flüssige Chemikalie und Kraut. Okay, jetzt sammeln wir ein paar Sachen. Kombinieren. Kraut und flüssige Chemikalie... Schließt Wunden und stellt die Gesundheit teilweise wieder her. Okay, sehr cool. Sehr cool. Okay, mit der flüssigen Chemikalie, das muss ich mir merken. Flüssige Chemikalie und Hand dran tackern ist überhaupt gar kein Problem. Da kommen wir her, da wollen wir also nicht wieder hin. Haben wir hier noch irgendwas? Ah. Ein Dietrich, der könnte noch nützlich werden. Haben wir den dabei? Haben wir dabei. Okay. Entriegen. Ach, hier sind wir jetzt wieder. Kann ich jemanden anrufen? Ich probiere es einfach mal. Nein. So, jetzt haben wir, glaube ich, alles beguckt hier. Kann das? Nochmal so in Augenhöhe. Die miefen furchtbar. Das kenne ich von meinen Socken. Okay, dann speichere ich gerade nochmal. Mir wird gerade 33 Zuschauer angezeigt. Ich glaube, das stimmt nicht so. Okay, wir sind jetzt wieder... Wir müssen irgendwie aus dem Haus raus. Okay, wir gehen erstmal ans Telefon. Hallo, Zoe? Gut gemacht, Ethan. Zoe, stimmt's? Wer zum Teufel sind diese Leute? Und hör zu, wenn du am Leben bleiben willst. Du musst aus dem Haus raus. Gleich gibt's einen Weg durch die Eingangshalle. Okay. Und das Teil an deinem Handgelenk ist dein Kodex. Verlier nicht. Er ist wichtig. Bei mir steht gerade 33, deshalb, also im MuBot Dashboard. Reizendes Mädchen, ja. Im MuBot Dashboard steht 33. Vielleicht gibt es einen Weg durch die Eingangshalle. Da, okay, und da brauchen wir einen Schlüssel. Wir haben immer noch nichts, mit dem wir uns verteidigen können. Aber was wir haben, ist ein Dietrich. Vielleicht kann ich ja hier... Geht leicht kaputt. Ich mach das einfach mal. Schlüsseldienst! Viewbots, genau. Ah, Erste-Hilfe-Arznei. Haben wir jetzt den Dietrich noch? Nein, haben wir nicht mehr. Okay. R bewegen. Ach so. Naja, bewegen will ich ja gerade nichts. Okay. Wir wollen zur Eingangshalle.
Da mochte jemand diese Person nicht. Muss ich hier irgendwas in eine Aussparung einsetzen oder was? Oh, da ist ein Wackelkopf. Jetzt habe ich auch einen neuen Zuschauer übrigens. Ja. Das ist das verrückte Ehepaar von vorhin. Jack und Marguerites 25. Hochzeitstag. Da sahen die ja noch relativ normal aus, nicht wahr? Er sieht ziemlich arrogant aus. Lukas, Februar 2013. Das ist der andere, dem da die Hand abgedingst wurde, oder? Der Arm, und der hat gesagt, nicht schon wieder. All hail Caesar. Das ist auch sehr schön. Achso. Ach nö, komm, chill. Chill-Rechner. Die hat er jetzt zugemacht. Und das hat er kaputt gemacht, okay. Ist niemand da? Können wir nicht so eine Gabel als Waffe nehmen oder so? Machen Sie auf! Hallo. Hey, Sie müssen mir helfen. Ganz ruhig, zurück. Also, Sir, wohnen Sie hier? Ich meine, ist das Ihr Grundstück? Was? Ich? Nein, nein. Okay, uns haben kürzlich mehrere Anrufe über vermisste Personen erreicht. Sie verstehen nicht. Ich muss hier raus. Beruhigen Sie sich. Sie hören mir nicht zu. In diesem Haus gibt's Irre, die mich umlegen wollen, verdammt. Tja, na gut, ich sage Ihnen Folgendes. Sie scheinen sie auch nicht gerade alle beisammen zu haben, okay? Machen Sie Witze? Also, wie gesagt, es wurden mehrere Personen vermisst gemeldet. Und ich kann nicht ausschließen, dass ein Außenstehender wie Sie daran beteiligt ist. Okay. Ich sag Ihnen, was Sie wollen. Okay, das klingt schon besser. Gut, treffen wir uns in der Garage. Dort reden wir. Hey, halt! Geben Sie mir Ihre Pistole. Sie haben wohl den Verstand verloren. Schauen Sie. Officer. Hey, Deputy. Genau. Deputy. Wollen Sie meinen Namen in den Todesanzeigen lesen? Oder wollen Sie ein Held sein und mein Leben retten? Nee, oder? Ein verdammtes Taschenmesser? Hier. Nehmen Sie es. Mehr kriegen Sie nicht. Los, jetzt. Garage. Sofort. Okay. Was soll ich mit einem Messer? Ja, schneiden. Ah. Pistolenmunition kriege ich schon mal. Oh, es wird gespeichert. Das ist immer so ein guter... Dings ist Hand. Hey, Polizei! Wir müssen hier raus, verdammt! Zuerst Polizei. Erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich wurde gekidnappt, hey, Mann! Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten! Antworten Sie endlich! Sie würden mir nicht glauben, wenn ich es Ihnen erzähle. Ach ja? Hey, das Tor auf! Das Stopp. Tor auf! Machen. Das Stopp! Tor. Bitte nicht. Nee, nee, du kriegst mich nicht. Da komme ich nicht weiter. Ich nehme die Autoschlüssel. Wo zum Teufel glaubst du, dass du hinten bist? Ich fahre jetzt weg. Ich fahre jetzt weg. Das tust du nicht. What the fuck? Darf ich mitfahren? Fahren
besser an zu laufen, Junge. Der ist ja cool. Mach mal. Ah! Wow. Wow. Mach mal irgendwas kaputt hier, bitte. Ah! Aua, aua. Ah. Ah. Okay, das macht überhaupt nichts. Hallo? Kannst du mal irgendwas kaputt machen, dass ich irgendwo hinkomme? Aua! Ah, und ich laufe direkt noch davor. Und ich laufe noch davor, weißt du? Ah, fuck. Kampf in der Garage. Halten Sie nach, die Sie im Kampf helfen können. Okay. Ja, wir haben die Pistole ja schon gefunden. Okay, jetzt haben wir das Ganze. Sehen wir nochmal, wie der nette Herr Polizist hops geht. Guten Tag. Hey, wir müssen hier raus, verdammt. Ja, ja. Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Wo kommt der eigentlich her jetzt? Ich? Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten. Wo kommt der antworten her? Sie endlich. Sie würden mir nicht glauben, wenn ich es Ihnen erzähle. Ach ja? Hey, das Tor auf! Das Tor auf! Okay, das Tor wieder! Der spawnt einfach da. Scheiße, ich werde jeden einzelnen von euch umlegen. Yay, wir haben das Auto. Ja, ich zeig's dir, Alter. Guck mal, wie ich's dir zeige. Wo ist denn der jetzt? Ah, ich höre ihn. Ah! Mist! Ja, ne? Scheiße! Wuhu! Oh! Ich fahre rückwärts. Wir das? Du und ich. Nein, 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 nein. Oh ja! Wollen wir das nein machen? Nein! Ja. Nein! Scheiße! Kann ich? Aber das macht dem nichts. Der steht gleich wieder auf und schiebt diesen Eisenträger davon sich weg. Wo gehe ich denn jetzt genau hin? Junge, schau, was du hast. Scheißkerl. Was habe ich da aufgenommen? Ich weiß es nicht. Ah! Hey, weißt du? Oh. Steh auf, steh auf. Steh auf, Mann. Steh auf. Ist immer noch nichts offen jetzt? Danke. Den Schlüssel oder so dabei? Okay, es brennt wenigstens nicht mehr. Ah, hier ist eine Leiter. Ah! Hallo? Ist eine Leiter, die ich nicht hoch kann? Doch. Ah! Junge, du wirst gleich was Wunderbares sehen. Scheiße! Was ist denn mit dem falsch, ey? Was ist mit dem falsch?
Ich glaube, wir haben das Ding für die Aussparung gefunden. Ja. Eine Ochsenstatue. Du isst gerade Äpfel, das tut mir leid. Ich muss mal gerade hier über mich drüber kippen. Okay, wir haben die Ochsenstatue. Damit können wir jetzt zum nächsten Wimmelbild. Okay, es wird gespeichert. Und die Frames. Es tut mir sehr leid, es ruckelt. Wimmelabend. Ja, wir haben schon, wir mussten schon was für eine Aussparung suchen. Okay, wir müssen. Ich weiß nicht, warum es irgendwann anfängt zu ruckeln. Zu ruckeln und zu. Keine Ahnung, was. CPU-Auslastung ist voll okay. Aber dennoch kackt er ab. Hier. Wie, das kann hier nicht verwendet werden. Ach so, das hier. Entschuldigung. Schieße auf mich. Shoot mich. Sollen wir mal? Er ist hier und dort und überall. Habe ich gerade als Achievement bekommen. Ah, das mit den Frames nervt mich gerade. Im Wegruckeln bin ich gut, ja. Super, ich wollte euch das natürlich nicht ruckeln zeigen jetzt. Das ärgert mich. Schießpulver, okay. Telefon. Hallo Zoe. Puh. Hat mein Daddy es dir schwer gemacht? Das ist dein Vater? Das war er mal. Es tut mir leid, aber er ist jetzt tot. Du bekommst das vielleicht sogar hin. Was hinbekommen? Du musst was für mich tun, aber ich kann es jetzt nicht erklären. Du brauchst vielleicht irgendwelche Schlüssel, aber du musst einen Weg aus dem Haus finden. Okay. Ich melde mich wieder. Na klar. Ich habe die Einstellung ja schon runtergestellt, das ist es ja. Es läuft ja auch die meiste Zeit, läuft es auf 60 FPS. Nur irgendwann plötzlich hört es auf mit 60 FPS. Guck, hier brauche ich auch wieder irgendwas für eine Aussparung. Ich nehme aber mal ein Uhrpendel mit, warum nicht? In 2 Jahren mehr als 20 Personen vermisst. Das ist die Headline, die wir vorhin schon gelesen haben. Jetzt sehen wir wahrscheinlich einen Artikel dazu. Captain Howell von der Staatspolizei erklärte gegenüber Journalisten, dass eine Suche nach Helen Midkiff eingeleitet wurde. Eine College-Studentin aus North Carolina, die durch Louisiana reiste. Von Mrs. Midkiff fehlt seit der Nacht des 21. jede Spur. Berichte von vermissten Personen haben in den letzten 2 Jahren in Louisiana dramatisch zugenommen. Ein Großteil dieser Personen sind Touristen und nicht Sesshafte. Man geht von bis dato mindestens 20 Personen aus, die unauffindbar sind. Die Polizei vermutet einen kriminellen Hintergrund und einen Zusammenhang der Vorfälle. Sie plant, mehr Befragungen von Anwohnern durchzuführen, sowie die Zahl der Ermittler aufzustocken. Alyssa Ashcroft, 19. Januar 2016. Jetzt habe ich ja wieder 60 Frames. Jetzt ruckelt es ja nicht mehr. Am besten spielen wir jetzt was anderes. Geran, was ist denn mit dir? Was hätte ich denn? Uhrpendel. Es steht Wohnzimmer drauf. Hier, ich hätte ein Uhrpendel. Oh, was? Das geht? Ah, das kann ich hier nur. Ah, guck mal. Living Room. Netter Versuch. Okay. Okay, da muss ein Adler hin. Ich verstehe. Es ist echt wie ein Wimmelbild. Es ist wie ein Wimmelbild. Ja, das wollte ich doch gar nicht. Jetzt muss ich nämlich da den Schatten von einem Adler da reinbringen. 20 Personen für 20 Halsbänder, jetzt macht Sinn. Ja. Jäger der Lüfte. Das Gemälde zeigt einen Hund, der bellend, was? Aufschaut. Und da muss der Adler hin. Wimmelbild. Es ist einfach ein Wimmelbild. Ich rede mir jetzt. Oh. Sie können diese Flinte nicht nehmen, da sie zu viele Objekte tragen. Will ich eine Flinte? Will ich irgendwas wegschmeißen? Schießpulver, dem ist Kugelfilm mit flüssiger Chemikalien kombiniert, um Pistolenmunition herzustellen. Ah, okay. Ich konnte 2 Erste-Hilfe-Arzneien. Nee, ich hab 2.
Wie viele Chemikalien habe ich denn? Eine. Wir haben 10 Schuss und noch 3. Da mache ich lieber mal das. Moment, wenn ich jetzt hier... Passt die Schrotflinte? Ich kenne das ja aus Resident Evil. Ich fürchte, das war keine gute Idee. Ich habe das Urpendel zum Kämpfen. Ne, habe ich nicht. Es tut mir leid. Okay. Schattenspiele mit den Fingern, genau, ja. Irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Und da muss ich... Keine Muni für die Schrot, das auch genau. Hier müssen 3 Hundeköpfe rein. Sieht aus wie ein 3-köpfiger Hund, aber die Köpfe fehlen. Wimmelbild. Dieses Spiel ist ein großes Wimmelbild. Wir gehen mal nach oben. Scheint der einzige Weg zu sein, den wir noch haben.